Tag 15, Woche Nummer 3, Muscle Commander Gildner. Wir sind auf dem Weg, um deinen Traumkörper zu erreichen. Dritte Woche, hier heute, schwerpunktmäßig gehe ich nochmal auf die Bewegungsausführung ein. Immer in einer dynamischen Bewegung haben wir immer zwei Phasen. Wir haben eine konzentrische Phase und wir haben eine exzentrische Phase. Konzentrische Phase, demonstriere ich, ist die Phase, wo Aktiv und Myosin zusammengezogen werden. Das wäre jetzt hier beim Kurzhanteldrücken die Phase, in der ich den Muskel strapaziere, also dementsprechend es schwerer ist, das Gewicht nach oben zu führen. Das wäre in dieser Phase diese Bewegung. Wirklich nach oben führen. Das wäre die konzentrische Phase. Die exzentrische Phase beginnt dann, wenn das Gewicht abgelassen wird. Also wirklich, das Gewicht wird abgelassen. Das ist die exzentrische Phase. Wir achten darauf, um Muskelaufbau zu betreiben, dass wir erstens kontrolliert arbeiten. Wir sind Herrscher über das Gewicht. Zweitens, wir bewegen die konzentrische Phase langsamer als die exzentrische Phase. Wirklich, dritte Bewegung ist auf jeden Fall, dass wir zur Not einen Trainingspartner nehmen, der uns natürlich leicht unterstützt, damit einfach das Schultergelenk möglichst entlastet wird und einfach nur der Schultermuskel, also der besagte Trapezius, der hier hinten liegt, natürlich auch trainiert wird. Viel Erfolg euch!